Nothing But Net wird präsentiert von Easy Credit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nothing But Net. Heute mit den Highlights des 27. Spieltags und davon gab es natürlich wieder einige. So wie diesen No-Look-Pass hier von Martin Hermansson. Besser kannst du den nicht spielen und Props auf jeden Fall auch an das Alba Berlin Social Media Team, denn die haben diesen Pass so wunderbar eingefangen. Ansonsten glänzte auch Jonathan Stove mit einem ganz besonderen Haarschnitt. Der hat ihn aber nicht davor geschützt, von Len Schormann aufs Poster gepackt zu werden. Nächsten Sinte verlegen. Ah, Kununzo muss da aggressiver mitlaufen, muss ich sagen. Schormann dankt ihn nach Hause, hallo? Was ist denn das hier für ein Highlight-Ding? Zwei Monster-Blocks und auch zwei Monster-Dunks. Ah, that's basketball. Len Schormann am Ende mit 22 Punkten, neues Career-High beim Sieg gegen den MBC, der anders als einige Konkurrenten im Abstiegskampf nicht punkten konnte. Da waren zum Beispiel die Crailsheimer mit einem überraschenden Heimsieg gegen Vechta, unter anderem dank dieses Putback-Dunks von Galen Smith, der sich auf jeden Fall sehen lassen konnte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dann gab es ein weiteres Abstiegsduell, nämlich Tübingen gegen Rostock, und Javon Jackson konnte da ganz entspannt mal den fast 20 cm größeren Till Gloger abräumen. Zum Sieg reichte es am Ende aber nicht. Dementsprechend Head Coach Danny Jansson nicht wirklich zufrieden. What kind of impression do we want to leave? But if we give 35 minutes of bullshit and then you even try to find a way to give fucking work. Auf der anderen Seite hieß es aufatmen, denn die Rostock Seawolves holten den ersten Sieg seit dem 26. Dezember vergangenen Jahres. Danach folgten 13 Niederlagen in Serie. Grund genug für uns, eine kleine Zeitreise zu starten zum Beginn des Jahres. Raster Vechta setzt sich durch gegen den Aufsteiger von 22, die Rostock Seawolves. Es war kein richtiges Rütteln mehr am Sieg des FC Bayern. 111-94 gewinnt Hamburg. Vierte Niederlage in Serie für Rostock. Göttingen schlägt Rostock. Rostock kämpfte tapfer, aber am Ende vergeblich. So, also Rostock scheint den Hamburgern zu liegen. Sie gewinnen auch das zweite Saisonspiel. Rostock verliert auch das achte Spiel in Folge. Neunte Niederlage für Rostock in Serie. Das ist wohl wirklich eine der bittersten Niederlagen der Seawolves in dieser Saison. Wie bitter ist das aus Rostocker Sicht? Die Rostocker werden ihre 12. Partie in Serie verlieren. Oldenburg zerlegt Rostock in seine Einzelteile. Und wie es sich angefühlt hat, nach all diesen Niederlagen endlich mal wieder zu gewinnen, das besprechen wir jetzt mit Robin Amaze. Hallo Robin. Hi. Hi. Robin, nimm uns mal mit, wie groß war die Erleichterung nach diesem Sieg? Ja, sehr groß natürlich. Nicht nur bei uns Spielern. Ich glaube, man hat es auch in den Augen der Fans gesehen, die ja zum Glück zahlreich auch erschienen sind nach Tübingen. Ja, lang ersehnter Sieg nach der langen Serie. Und ja, ich hoffe, dass wir das jetzt ein bisschen beflügeln können und jetzt eine andere Serie hinlegen können. Was war in deinen Augen ausschlaggebend? Ihr hattet ja auch während dieser 13 Niederlagen einige Spiele, die ihr durchaus hättet gewinnen können. Was glaubst du, warum jetzt der Knoten geplatzt ist dann? Schwierig. Da waren auch definitiv Spiele dabei, wo man schon gedacht hat, so hey, das muss doch jetzt eigentlich ein Sieg sein und es muss klappen. Und dann war es am Ende immer so ein bisschen, auch viel mental dann, glaube ich, was mitgespielt hat, dass wir die Spiele knapp verloren haben. Und ich glaube, jetzt war irgendwo auch ein bisschen der Druck nochmal höher. Wir wussten, dass wir gegen Tübingen direkten Konkurrenten, was den Abstieg angeht, spielen. Und ja, wir sind halt mit so einer großen Energie gleich aufs Feld gekommen von der ersten Minute. Ich glaube, wir haben auch über das ganze Spiel hinaus geführt, wenn ich mich nicht irre. Und haben auch irgendwie das Ganze, wie gesagt, mit Energie und auch souverän und mit so einem Selbstverständnis gespielt, ohne viel drüber nachzudenken, was uns dann halt sehr geholfen hat. Wenn man sich die Spiele anschaut, ist mir vor allem das Spiel gegen Heidelberg hängen geblieben, als ihr mit 10 geführt habt, 2:30 vor Ende, glaube ich. Nach so einer Niederlage fängt man da auch langsam an, so ein bisschen zu zweifeln? Oder wie war die Stimmung in der Kabine? Ja, ich würde es nicht Zweifeln nennen, aber so ein bisschen, das ist auf jeden Fall im Kopf, das bleibt im Kopf hängen.
Nicht nur das Heidelberg-Spiel, klar, das ist jetzt noch ein bisschen präsenter, aber auch andere Spiele, wo wir irgendwie, wo es knapp ist, wo wir geführt haben und dann so in den letzten Minuten geben wir das Spiel halt so ein bisschen her. Und du denkst dir halt jedes Mal in diesem Moment so, oh, nicht schon wieder. Und wie gesagt, es hat sehr geholfen, auch natürlich gegen Tübingen so hoch geführt zu haben. Nichtsdestotrotz waren wir uns klar, so, ey, wir haben schon mal Spiele so weggegeben, also wir müssen konzentriert bleiben. Gut, dass es geklappt hat diesmal. Aber ja, das ist auf jeden Fall, das zieht einen mit. Wenn man sich euer Restprogramm anschaut, dann ist das durchaus nicht ohne. Da sind Teams dabei wie Ulm, Würzburg, Bayern, Alba. Seid ihr deswegen auch so ein bisschen in dieses Tübingen-Spiel gegangen und habt gesagt, das ist heute schon ein Must-Win? Und wie siehst du euer Restprogramm? Ja, definitiv. Also das vor dem Spiel haben wir gesagt, dass das Spiel werden wir gewinnen. Nicht, dass wir andere Spiele nicht da rein, also nicht so reingegangen wären, aber dieses Spiel besonders war so, ey, es gibt keine Niederlage. Also dieses Spiel müssen wir gewinnen. Klipp und klar war das deutlich. Ja, und das Restprogramm, klar, taffe Gegner, ich glaube alles Playoffs-Anwärter, bis auf ja, Crailsheim, was das vorletzte Spiel sein wird. Was auch nicht ohne sein wird dann wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, wir haben ja schon Ulm besiegt. Nicht, dass es jetzt, also es wird natürlich ein ganz anderes Spiel sein, aber das sollte trotzdem so ein bisschen Selbstvertrauen geben, dass wir solche Teams schlagen können, genauso wie Bonn. Und wir dürfen auf keinen Fall den Kopf schon in den Sand stecken und sagen, naja, gut, die Spiele werden wir eh verlieren, sondern im Gegenteil, wir müssen selbstbewusst, vor allem zu Hause, antreten und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ein großes Thema in der Liga in den letzten Wochen waren natürlich die ganzen Trainerwechsel. Und auch bei euch wird natürlich viel spekuliert im Rahmen dieser Niederlagenserie, ob es da nicht mal Zeit ist für einen neuen Impuls. Aber eure Führungsetage hat Christian Held immer wieder den Rücken gestärkt. Wie habt ihr das als Spieler wahrgenommen? Und gibt das der Mannschaft auch Rückhalt und Ruhe, wenn man von oben einfach hört, ey, wir bleiben in diesem Team zusammen, wir bleiben mit dem Coach? Ja, es gibt ein Stück weit Selbstbewusstsein, dass wir auch dann selber gesagt haben, so hey, so als Spieler tauschen wir jetzt auch niemanden um, wirklich. Wir sind die Truppe vom ja, fast Anfang an und wir werden das irgendwie umbiegen. Und es gibt, wie gesagt, jedem so einen Push, weil dann, ne, sonst fangen die Ersten an zu zweifeln, bin ich überhaupt hier richtig, werde ich überhaupt noch eingesetzt. Und wir haben halt gleich am Anfang gesagt, so hey, egal was passiert, dieser Stamm, das bleibt zusammen hier und wir kriegen das als Team zusammen hin, ohne dass wir ja jetzt irgendwie groß ja, einen Trainer wechseln müssen, einen Spieler wechseln müssen. Wenn dann kommen, wie jetzt Augustin, Spieler dazu, die uns noch helfen, aber es muss keiner irgendwie gekickt werden. Du sprichst Augustin gerade an. Christian Held hat sich etwas zurückhaltend geäußert, hat gesagt, wir müssen in den nächsten Tagen und Wochen abwarten, wie es mit ihm aussieht. Weißt du da schon ein bisschen mehr? Wie sieht der aktuell aus? Ja, also wenn ich jetzt nichts Falsches sage, glaube ich, ist es das erste Mal so wirklich, dass er so wieder auf so einem Niveau 5 gegen 5 spielt. Er sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Man merkt ihm natürlich an, es ist anstrengend für ihn. Es ist, ja, die Spritzigkeit fehlt da noch so ein bisschen. Er ist immer noch physisch stark. Hat ja auch nichts mit den Armen oder so zu tun gehabt. der bringt uns auf jeden Fall auch noch viel Erfahrung mit. Der weiß, wie die Liga funktioniert. Der weiß, Der sieht Sachen, der spricht die auch an, ist jemand, der viel kommuniziert. Ich glaube, dass er da sehr vielen Spielern und auch uns als Team da sehr viel helfen kann. Allein schon mit der Kommunikation und ob er uns irgendwann mal sportlich helfen kann, das liegt auch nicht in meiner Hand. Also das ist dann natürlich die Trainerentscheidung, wen er spielen lässt und wen nicht. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass der ja in den nächsten ja, oder bis zum Saisonende auf jeden Fall noch ein Spiel bestreiten kann, wird. Alles klar, Robin, danke dir für deine Zeit und viel Erfolg im Saisonendspurt. Vielen Dank. Einen Big Point im Abstiegskampf landete auch Heidelberg beim dramatischen Sieg in Hamburg. Entscheidend und auch ein Aufreger des Spieltags dabei diese Szene hier, bei der Hamburg-Headcoach Benka Baloschki ein Flopping von Akim Vargas gesehen haben will. Dazu auch eventuell ein Foul im Drive und beim Rebound. Und Benka Baloschki äußerte nach dem Spiel harsche Kritik an diesem No-Call.
Das ist für mich ein Skandal, die letzte Situation. Und es geht mir überhaupt gar nicht um den Drive von Al Durham. Es geht mir darum, dass Akeem Vargas, und wir wissen alle, was er da macht, dass er in der Mitte floppt und wir uns zusammensetzen vor der Saison mit den Schiedsrichtern und es eine Sache gibt, die sie beendet haben wollen, das ist das Flopping. Und in so einer entscheidenden Situation wird es nicht gepfiffen und am Ende gibt es Kontakt auf dem Drive. Also such dir eine von den drei Situationen aus, die du pfeifen willst und mach einfach den Pfiff, mach die richtige Entscheidung. Es gibt vorher, das ist alles faul, sorry. Das ist vorher Foul von Carroll. Das ist nochmal Foul beim Rebound. Das ist alles Foul. Such dir was aus, pfeif es. Den Flopping-Vorwurf muss sich Akeem Vargas wahrscheinlich gefallen lassen. Wobei Benka Baloschki in der folgenden Auszeit von seinen Spielern Ähnliches forderte. Run it to the corner, okay? If you're open, you catch the ball. Okay, run it close out, shoot the ball and flop, okay? Ja, da gibt es scheinbar einiges aufzuarbeiten und das machen wir jetzt mit dem Hauptschiedsrichter dieser Partie. Gentian Tsitsi ist uns zugeschaltet. Hallo Gentian. Hallo, guten Tag. Hallo, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben die Szene eben nochmal gesehen. Benka Baloschki sprach von drei kritischen Szenen, vom Flop, vom Kontakt im Drive und auch vom Rebound. Was ist deine Einschätzung, auch nachdem du die Bilder nochmal gesehen hast? Also wir haben natürlich nach dem Spiel analysiert die Situation, also die letzte Situation. Und diese Situation war analysiert auch bei dem Schiedsrichterreferat BBL. Und die richtige Entscheidung war als einen No-Call für alle drei Situationen. Und muss ich jetzt erklären, warum ist so. Die erste Situation mit dem Flopping, wenn da gibt es ein Flopping, das ist nicht in den Spielen mit dem Ball. So, ist total weg von dieser Aktion. Das ist letzte Aktion, dem Spiel. Und wann gibt es da ein Flopping, muss ein klares Flopping sein. Und was macht da ohne Ball Vargas, ist nicht wichtig für uns und für Spiel. Die zweite Situation, wann er geht in den Korb, es gibt keinen Kontakt. Ist ein kleinlicher Kontakt, wo wir können nicht aus ein Foul da pfeifen. Und die letzte bei dem Rebound sind drei Spieler, zwei von Heidelberg und ein von Hamburg. Die kämpfen um den Ball da, die alle drei, gibt es ja einen kleinen Kontakt mit Seva, aber die Seva hat noch nicht den Ball gehabt. Und das ist ganz normal in einem normales Spiel. Wann wir eine Pfiff hier haben, in die alle drei Situationen, was dem Coach von Hamburg fragt, dann wir entscheiden das Spiel, nicht die Spieler. Das ist wichtig. Ich verstehe, manchmal die Emotionen sind hoch nach dem Spiel, aber wir machen eine Analyse für alles. Also es geht nicht so einfach. Auch wenn wir Fehler machen. Wenn ein Fehler war, zum Beispiel, ich werde gesperrt, von der Liga. Das ist unser Job. Aber nochmal, wir haben analysiert, gibt es da keine Fehler von uns. Und kann ich ganz kurz noch einen Satz sagen? Ich und mein Kollegen für dieses Spiel, wir könnten generell besser machen, unser Job. Das ist anderes sagen, als nichts zu tun mit der letzten Situation. Wir sind nicht zufrieden mit unserer Leistung, aber trotzdem, am Ende gibt es keine Situation, wo wir das Spiel entscheiden haben. Ja, du sprichst gerade die Emotionen an. Benka Baloschki hat im Postgame-Interview ja sogar das Wort Skandal verwendet. Gab es nach dem Spiel noch einen Austausch mit Benka? Habt ihr noch gesprochen? Nein, weil die Emotionen waren hoch, ist immer so. Wir haben nicht genug Zeit da zu sprechen oder etwas anderes zu sagen. Wenn ich nochmal Hamburg pfiffen oder mein Kollegen Hamburg pfiffen, dann kann erklären nochmal, was da ist passiert. Aber nochmal, wir müssen die Szene oder was ist passiert, ganz ruhig sehen und nicht mit Emotionen. Wenn die Emotionen gibt dazu, dann natürlich jemand kann sagen, was sie wollen. Aber auch bei Social Media. Aber wir können nicht bei dem Social Media etwas sagen. Wir haben keine Erlaubnis für das. So, Punkt.
Nicht mehr kann ich nicht sagen. Ich bin offen für andere Fragen oder Wünsche, aber das war die letzte Situation. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Wir haben eben die Auszeit gesehen, der Hamburger, in der Benka Baloschki seine Spieler dann wiederum dazu aufgerufen hat, beim Wurf zu floppen. Erste Frage, bekommt ihr als Schiedsrichter im Spiel mit, was in den Auszeiten gesagt wird? Und wie hast du diese Ansage im Nachhinein beurteilt? Also natürlich, wir kennen unsere mögliche Faker. Wir kennen alle Spieler, was machen, und wir sind immer bereit. Der letzte Wurf von Hamburg war eine Fake, natürlich, von dem Spieler. Zu meiner Sicht, meine persönliche Meinung, kann ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht gut für Basketball, das ist nicht gut für einen Verein und das ist nicht gut in unserer Welt. Zu sagen an einem Spieler, nimmst den Ball, wirf und flop. Weil Flopping ist seit die letzten 20 Jahren also gibt es früher, aber ist mehr zu viel. Und die Regeln jetzt sind so hoch. Die NBA hat die neue Regel von uns bekommen für eine Technical Foul, wenn eine Spieler floppt. Hier, wir haben erstmal eine Verwarnung. Aber in NBA gibt es keine Verwarnung. Wenn du floppst, du kriegst sofort eine Technical Foul. Und finde ich nicht gut, nicht gut die Situation, da zu sagen, zum deinen Spieler flop oder fake, vielleicht die Schiedsrichter pfeifen einen Foul. Das war die Gründe, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung, muss ich da sagen. Gentian, wir danken dir für deine Einschätzung und für deine Zeit und wünschen dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Wir springen in die obere Tabellenhälfte, wo die Würzburg Baskets weiterhin auf bestem Wege sind, sich den Heimvorteil in Runde 1 der Playoffs zu sichern. Das 75-67 in Göttingen war bereits der 10. Auswärtssieg der Saison. Und maßgeblichen Anteil an diesem Vereinsrekord hatte wieder einmal Otis Livingston, der am Ende auf 30 Punkte und 5 Assists kam und somit seinen MVP-Case weiter untermauerte. Und das ist doch Grund genug für einen Besuch bei Sergio's Corner. With the coach we have now, he's a big, big guard guy. I've known him for years. So was that part of the, like, I guess, enticing factor to come play for him? Man, it's awesome, man. Sasha's cool, man. One of the best coaches that I've played for, you know, in my life. And, you know, so just seeing how they play and operate last year and then coming in this year, I kind of knew it would be similar. You know, and, you know, me and coaches had some conversations during the summertime, you know, before I signed, and kind of he was telling me how I can get better, you know, and what areas I need to improve on and to add to my game to even take it to the next level. So I love playing for coach. You know, he's honest. He communicates really well. Otis Livingston mit seinen Moves auch immer ein brandheißer Kandidat für unser Format Dein Skill. Diese Woche nimmt Paul Gudde allerdings den Spieler unter die Lupe, mit dessen Skills wir heute in die Show gestartet sind. Ihr wollt eure Finishes am Ring verbessern? Dann passt heute bei Dein Skill gut auf. Len Schormann von den EWE Baskets Oldenburg mit einem athletischen Play an der Baseline und wir gucken uns das Ding erstmal an. Steht in der Corner, bekommt den Ball, Verteidigung kommt raus. Nice, up and under. I like. Wir gucken mal genauer rein. Also, Len kommt hoch, die Verteidigung kommt raus, harter Closeout, ein bisschen zu hart, der springt rein, deswegen easy Baseline Drive, zwei Dribblings. Jetzt springt er mit links ab, Martin Bräunig kommt. Von oben die Hilfe, guter Verteidiger, athletisch, kommt hoch, will natürlich keinen Foul begehen, klopft ans Brett und Len nimmt den Ball nach unten, up and under. MJ in Style, mit ein bisschen Spin auf der anderen Seite. Schönes, athletisches Finish mit guter Ballkontrolle und einem guten Touch. Und so könnt ihr euch das einbauen. Ihr startet auf der linken Seite, nehmt einen Schritt Anlauf, das heißt ein Dribbling mit der linken Hand auf dem rechten Fuß. Und ihr könntet natürlich direkt linker Fuß, rechte Hand, also Inside Hand finishen. In unserem Spielbeispiel kommt aber die Hilfe Martin Bräunig von hier oben, macht den Weg zu und klatscht ans Brett, sodass das Finish hier oben unmöglich ist. Len Schormann hat die passende Athletik, um von hier abzuspringen,
natürlich zu erkennen, dass die Hilfe kommt, zieht den Ball nochmal runter in der Luft und legt ihn soft mit rechts auf der anderen Seite ab. Das ist eure nächste Aufgabe. Immer mit Spannung starten, Eindribbling auf dem rechten Fuß, links, Ball oben zeigen, up and under und soft finishen auf der anderen Seite. Up, softes Finish. Übt das natürlich auch von der anderen Seite und wenn wir das zusammenfügen und in euer Game packen, sieht es so aus. Die Oldenburger müssen am kommenden Spieltag im Nordderby gegen Vechta ran. Und wie gut Rasta aktuell von außen trifft, das haben wir mal an der Wurfmaschine getestet. Also, wir stehen hier vor der most feared und respected Rasta-Sichermaschine. Oh, come on! Ihr smirkt gerade mal und so, aber wahrscheinlich Das war's von uns, aber ihr könnt euch schon jetzt auf einen spannenden Spieltag am Wochenende freuen. Unter anderem gibt's am Sonntag das Weltspiel Rostock gegen Ulm und direkt im Anschluss Würzburg gegen Bayern. Also einige Partien, die es in sich haben. Alles natürlich live hier bei Dein. Und die Highlights gibt's dann nächste Woche hier bei Nothing But Net. Macht's gut.